Wow, okay, das hat mich jetzt noch geschockt, aber wir sind wieder up to date. Wir können jetzt wieder. Wir machen jetzt erstmal diesen Special-Gegner, der mich die ganze Zeit nervt. Da. Und dann. So. Okay. Zack, zack, zack. Nein, stopp. So, wir machen es so. So, so. So, leer. Zack. Ah, du bist komplett in. Zack, zack. 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 Und du kannst eh nichts anderes nehmen. Ach, Quark. So kann ich irgendwie ausrüsten jetzt. Oh ja, da. Du kannst die Rubinbrille nehmen, okay. Aber sonst. Aha. Helios-Drohnen. Oh, die sind aber viel schwächer, okay. Na gut, okay. Wir lassen das erstmal so. So. Wir werden jetzt einen Drehtorschuss erhalten. Jawohl. So, wir werden jetzt nochmal diesen Penner von Special-Gegner machen und dem eins auf den Sack geben. So. Ja, genau, da dann. So. So. Okay. So. Bam, okay, los. Mona, du blöder Sack. Bam, so. Okay. So. Juhu. Okay. Bam. Oh! Zack, so. Bam. Zack, ah, falsch. So. Na los. Greif schon an. So. So, ging doch gleich viel einfacher. Da, herrlicher Bote. Oh nein. Wir laufen mal ein bisschen weg, dass die anderen uns nicht finden. Oh nein! Oh! Genau hier hätte ich eigentlich kämpfen können. Na los, komm her, da. Komm, sieh mich, du Sau. Ach. Oh, diese ekelhaften Viecher, ne? So. Okay, na, du bist. So. Gut. Okay, so, wo kommt der? Ah. So, komm her, komm. Put, 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 put. So. 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 So, physischer Abwehr runter. Bam! So, mein Freund. Okay. Bam! So. Schwanken! Zack! So. Bam! So. Ach, geht doch gleich viel besser. Zack. So. Ach. Bam. So. So. Hey, und du bist langsam, mein Freund. So. Okay. So, ich habe noch einen. Wunderbar. Zack. Und das war's doch schon. So einfach ist der. Meine Fresse. Bam. Dann.
Da. Zack. Lop. Bam. Und das war er schon. So. War doch gar nicht so schwer. Feuerkaiserrüstung. Okay, so Leute. Es wird jetzt eine längere Part. Ich werde jetzt schnell zu den Dingern gehen. Und dann sehen wir uns noch die drei Harmoniegespräche an. Bis dahin. So Leute, hier sind wir. Hier können wir ein Harmoniegespräch führen zwischen Danban und Carla. Mal gucken. Danbans rechter Arm. Ansehen. Danban, wie geht es eigentlich deinem Arm? Meinem Arm? Die anderen haben mir erzählt, was damals passiert ist. Vor einem Jahr im Schwertal. Es muss sehr schmerzhaft gewesen sein. So schlimm ist es nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, meine linke Hand zu benutzen. Ich komme gut zurecht. Dank des Monado konntest du die Schlacht damals entscheiden. Aber der Preis war hoch. Pah! Mein Verlust war ein geringer Preis für unser Ziel. Dann steht es also doch so schlimm um den Arm? Oh, jetzt... Oh, ich bereue nichts oder sorge dich nicht darum? Ich bereue nichts. Jawohl. Ohne das Monado hätten wir die Mekon nicht zurückgeschlagen. Ich habe getan, was ich tun musste. Wieder so ein dramatischer Spruch. Immer musstest du so stark tun. Ohne euch wäre ich heute nicht einmal mehr dazu in der Lage. Und dann plötzlich solche Bescheidenheit. Findest du das unpassend? Nein, eigentlich finde ich sogar ganz süß. Eine Bitte. Sag Ray nichts von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich will ihn nicht enttäuschen. Gut, ich schweige. Versprochen. Okay. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Und hier werde ich wieder einen Schritt machen. Bis zum nächsten Mal. So, Leute. Und da sind wir wieder. Das nächste Gespräch wieder zwischen Danban und Carla. Ein wertvolles Geschenk. Ansehen. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Was ist mit dir, Danban? Du siehst so zufrieden aus. Tue ich das? Ja, nun sag schon, was ist los? Fiora hat mir ein sehr interessantes Geschenk gemacht. Oh, was denn? Ein seltenes Insekt. Man findet es nur in der Nähe von Kolonie 9. Willst du es einmal in der Hand halten? Oh nein, ich kann solches Getier nicht ausstehen. Oh ja, sind wir jetzt ehrlich? Oder nicht? Boah. Ich habe den Drang, immer ehrlich zu antworten. Ja. Nein. Entschuldige. Aber Insekten sind nicht gerade meine Leidenschaft. Oh, verstehe. Scheiße. Hat Fiora denn gar kein Problem mit Insekten? Naja, sie ist auch nicht gerade der größte Insektenfreund. Als sie klein war, habe ich ihr einmal eines in die Tasche gesteckt. Sie hat getobt, als wären ihre Kleider in Flammen aufgegangen. Danban? Hallo? Das ist ja wohl kein Wunder. Ja, ich empfinde heute tiefe Reue dafür. Was das für Zeiten waren. Ich werde ganz nostalgisch. Ja, ja, die alten Zeiten. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Was ist eigentlich mit Rain? Mag der Insekten? Ja, aber er mag auch Kleintiere. Genauso wie Mele übrigens. Ach so? Ich frage mich, ob sie wohl Obst zu schätzen weiß. Obst mag sie nicht, habe ich sie schon einmal sagen hören. Ich selbst mag allzu süße Sachen auch nicht besonders. Wie schade, ich liebe Obst. Jeder von uns hat andere Vorlieben, was? Es hat auch sein Gutes. So können wir ständig neue Seiten aneinander kennenlernen. Stimmt. Ich werde Rain einmal Obst anbieten. Bin gespannt, wie er wohl reagiert. Ach, daher weht der Wind. Na dann, viel Glück mit dem Obst. Okay, so Leute. Das war zwar jetzt nicht ganz so gut, aber wir werden uns... Ich werde hier wieder einen Schnitt machen und wir werden uns an dem dritten zuwenden. Bis gleich.
So, Leute, hier sind wir wieder in Alkermoth. Diesmal ein Harmoniegespräch zwischen Fiora und Danban. Das heißt zwischen Bruder und Schwester. Ja, so heißt es auch. Hervorragend. Alkermoth ist schon eine tolle Stadt, oder? In der Tat, sehr beeindruckend. Kolonie 9 wird zwar immer meine geliebte Heimat bleiben, aber in so einer riesigen Stadt hätte ich auch gerne mal gewohnt. Meinst du nicht, dass sie etwas zu groß für dich wäre? Wieso? Große Städte sind super. Das stimmt natürlich. Die Technologie hier ist wirklich beeindruckend. In einer solchen Stadt werden sicher großartige Waffen angeboten. Waffen hier, Waffen da, typisch Danban. Waffen sind das Einzige, mit dem ich mich auskenne. Leider? Wir alle schulden dir und deinem Schwerthobby unser Leben. Haha, schön, dass du das so siehst. Weißt du, ich überlege ernsthaft, hierher zu ziehen. Wirklich? Naja, mit diesem Körper kann ich wohl kaum zurück nach Kolonie 9. Keine Sorge. Die Bewohner von Kolonie 9 sind gutherzige Leute. Niemand wird sich an deiner neuen Erscheinung stören. Sicher? Ich weiß ja nicht. Ganz sicher. Ich vermute, sie werden deinem Körper nicht einmal bemerken. Sie werden nur dein Lächeln sehen. Das Lächeln, das schon so viele von ihnen getröstet hat. Alle werden sich freuen, dich wieder in der Kolonie zu haben. Meinst du wirklich? Danke. Es tut mir leid, Fiora, wenn ich damals nur aufmerksamer gewesen wäre. Hör auf, du trägst keine Schuld. Außerdem gefällt mir mein neuer Körper. Ich werde mich im Hand und Rehen an ihn gewöhnt haben. Also vergiss einfach, was ich von gesagt habe. Ich will nicht, dass du dir Sorgen um mich machst. Fiora. Würdest du wieder für mich kochen, wenn wir zu Hause sind? Natürlich. Mocha, ja. Ich werde für dich kochen und für Schalk auch. Und das besser als je zuvor. Versprochen. Okay, das haben wir sehr gut abgeschlossen. So, Leute, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder am gefallenen Abend, wo ich die Geschichte weitertreibe. Also, Leute, bis dahin. Sehr, sehr.